Darstellung des Produkts am ansprechendsten? Also für mich dominiert eher die Schale und ich finde, wir sollten dies herausstellen. Es gibt viele Möglichkeiten, ein Produkt wie dieses entsprechend bildlich darzustellen. Und wir haben uns überlegt, dass in Zeiten, in denen das Internet immer schneller wird, in denen die technischen Möglichkeiten immer besser werden, in denen wir mit Facebook, mit Instagram und YouTube kommunizieren, ist es an der Zeit, dass wir von Holz Porzellan auch mal ins Internet mit einem Video kommen. Deshalb haben wir uns überlegt, Ihnen die verschiedenen Abteilungen und Bereiche unseres Unternehmens in einer kleinen Videopräsentation vorzustellen. Und dazu laden wir Sie jetzt herzlich ein. Ich stehe jetzt in der Apothekerstraße 1 in Halle, Westfalen, unser Firmensitz von Holz Porzellan. Dieses Haus ist 1887 erbaut und nach den Bedürfnissen und Belangen von Holz Porzellan saniert und renoviert worden. Ich lade Sie ein, einen Blick in unsere Büros und in unseren Showroom zu werfen. Treten Sie ein in die Firmenzentrale hier in Halle von Holz Porzellan Germany. Unser Musterzimmer Nummer 1 ist vornehmlich reserviert für Facheinzelhandelsware und Geschenkartikel sowie einem entsprechenden Neuheitenregal, auf dem wir die aktuellen Entwicklungen und die aktuellen Projekte von Holz Porzellan vorstellen. Das Musterzimmer 2 repräsentiert unser Basic-Sortiment. Hier haben wir die Schalen, die Bowls, die Tassen, die für beide Anwendergruppen geeignet sind, also sowohl für den privaten Endverbraucher als für den professionellen Gastgeber, können Sie hier Stück für Stück anfassen, vergleichen, kombinieren und herausfinden, was für Ihr Sortiment genau das Richtige ist. Gut strukturiert zeigen wir die verschiedenen Warengruppen unserer Kollektion hier in der Ausstellung in der Apothekerstraße 1. Hier sehen Sie zum Beispiel unser Becher- und Tassenregal, wo Sie alle Auswahlmöglichkeiten, alle Kombinationsmöglichkeiten, Obertassen, Untertassen, korrespondierend in die jeweiligen Tellerserien selbst herausfinden können. Hier in unserem Musterzimmer 3 haben wir die Präsentation unserer Tellerkollektion aller Serien, des Gastronom Porzellan, die Kollektion Backformen und einem Teil der von uns abgewickelten Vignetten- und Dekoraufträge. Hier haben wir einige Belegmuster von kundeneigenen Veredelungen auf Holz Porzellan. Und natürlich auch hier nochmal eine große Auswahl von sogenannter OEM-Ware, also Porzellan, das wir für Fremdmarken herstellen. In unserem kleinen Besprechungs- und Tagungsraum können wir mit unseren Kunden entsprechende Meetings durchführen, Konzepte ausarbeiten und uns einfach mal zusammensetzen, Ideen austauschen und in einem Brainstorming neue Verkaufs- und Vertriebsmechanismen entwickeln. Hier an diesem Platz arbeite ich in der Regel. Hier entstehen die Ideen. Von hier aus bemühe ich mich, die Geschäfte und die Geschicke von Holz Porzellan zu lenken, zu steuern, zu organisieren und zu delegieren. Und bin froh, dabei einen guten Stab Mitarbeiter um mich herum zu haben. So, und hier ist unsere Buchhaltung. Hallo. Hallo. Und jetzt werfen wir noch einen kurzen Blick in das Verkaufs- und Vertriebsbüro von Holz Porzellan.